Ja, und damit sage ich wieder herzlich willkommen und nach langer Zeit wieder mal ein Hallo in Force of Nature. Ich finde, die Pause war lang genug und ich habe die ein oder andere Reaktion, Kommentar, Tipps und Hinweise bekommen und deswegen schauen wir jetzt mal wieder rein in Force of Nature. Wir hatten ja noch einiges vor. Wir wollten uns das Backsteinhaus bauen. Wir wollten das eine oder andere noch rausfinden. Und wir haben direkt zum Einstieg gleich erstmal einen Angriff gekriegt. Deswegen bin ich auch hier gerade um die Bude am Laufen. Und hier das Gebiet am Bereinigen. Mittlerweile weiß ich auch, was der Unterschied ist zwischen Palisade um die Häuser bauen und die Häuser hier so hinstellen. War eigentlich ja auch logisch, wenn jetzt einer hier auf das Haus einkloppt und das bei Null ist, dann fällt das ganze Haus ein und so halt nur die Palisade. Nichtsdestotrotz sind die Trefferpunkte vom Haus entsprechend höher. Deswegen sage ich, wir riskieren das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass keiner so lange hier davor steht, dass er uns alles kaputt schlagen kann, weil es mir einfach von der Optik her ein bisschen besser gefällt, wenn das hier so integriert ist in die Mauer. Falls das Ganze dann nicht klappt, werden wir es einfach nochmal überdenken. Und gegebenenfalls dann anders aufbauen. Ja, wir steigen langsam ein, würde ich sagen. Erstmal wieder gewöhnen an das Ganze. Wichtigen Hinweis, den ich gekriegt habe, habe ich bisher tatsächlich ignoriert, ist das grüne Amulett, und zwar das der Behaglichkeit. Was uns problemloseres Reisen in die kritischen Temperaturgebiete ermöglicht. Und wir können auch sogar schon ein ausgezeichnetes machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich einmal die beiden in Angriff nehmen. Braucht man natürlich ein das war das Falsche. Das haben wir. Smaragdsplitter, Topazsplitter. Muss ich mal schauen, was wir da dann noch auf Lager haben. Aber eins nach dem anderen. Wie gesagt, wir wollten ja erst einmal hier das ganze Ding einmal umbauen. Und uns noch eben das Backsteingebäude bauen. Und dann schauen wir mal weiter. Punkt 1 auf der Liste ist jetzt hier erst einmal noch umstellen. Muss mich gerade mal noch ein bisschen wieder zurechtfinden. Ich glaube, man konnte irgendwann auch mal einen Abfalleimer bauen, wo man hier das ganze Zeug einmal entsorgen könnte. Einfach damit das hier nicht den ganzen Platz wegnimmt. Und ich glaube, das werden wir auch machen, weil ich würde nämlich hier gern entsprechend das Gatter für unsere Tiere verändern. Und da sollte man einfach mal den ganzen Quark, den wir hier nicht brauchen, wegreißen. Bretter sollte man eigentlich genügend haben.
da war. Hä? Nee. Da ist er. Einmal den Mülleimer hier hinstellen. Und dann hier erst einmal die ganzen alten Sachen weg. Und dann können wir hier einmal unser Gehege umbauen. Wie genau, muss ich mir noch überlegen. Aber ich habe schon eine Idee. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir die Fellstiefel hier nehmen. Okay. Dann können wir das hier einmal entsorgen, was wir nicht mehr brauchen. Hier gerade mal. Ein bisschen sortieren. So, dass man das einfach alles aus der Reihe rausziehen können. Und dann haben wir nämlich hier hinten auch genug Platz für unsere Viecher. Ich gebe es jetzt hier auch wieder einen tollen Hotkey, dass das Ganze schneller geht, den ich mal wieder nicht gefunden habe. Habe ich ja in der Vergangenheit schon des Öfteren festgestellt, dass ich mit den Hotkeys irgendwo auf Kriegsfuß stehe. So, so viel zu dem Entsorgen. Dann können wir den erst einmal irgendwo hinschieben, wo er uns nicht im Weg steht. Und dann schauen wir mal, wohin wir letzten Endes unser Gehege setzen. Das Schaf hier mal reinschieben.
Da wollten wir es nicht hin. Könnte sich tatsächlich schwieriger gestalten als geplant. So, dann schauen wir mal, dass wir die ganzen Tierchen wieder dahin bringen. Wo wir sie eigentlich haben wollen. Ins Gehege. So, bis hierhin haben wir das auch schon mal geschafft. Kommen halt nur nicht mehr raus. Aber sonst ist alles gut. Ja, rennt doch einfach hin, wo ihr wollt. Mir doch wurscht. Das Ganze klappt so nicht. So, einmal alles sammeln. Und damit der Rest nicht auf dumme Gedanken kommt.
Haut uns jetzt natürlich die Ziege ab. Ich krieg die Tür nochmal zu. So, jetzt haben wir Gott sei Dank alle drin. Das heißt, ihr dürft euch alle wieder frei bewegen. Wir werden das gegebenenfalls dann auch gleich nachher noch vergrößern. Aber fürs Erste sind wir schon mal froh, dass wir da drin sind. Ne, das müsste auch bei Dekoration gewesen sein. Dann stellen wir hier nämlich noch einen Zaunpfosten hin. Und noch einmal den Zaun. Dann macht man das Ganze hier nämlich einfach nochmal einmal länger um ein Element. Dann ist hier auch ein bisschen mehr Auslauf und wir kommen aber trotzdem noch überall hin. Genau, somit gefällt mir das hier schon mal ein bisschen besser. Und dann müssen wir noch hier hinter dem Haus die Mauer anpassen. Haben wir da eigentlich noch was drin? Nö, das würde also gehen. Weil sie hingeschoben haben wir es ja eh schon so, wie wir es haben wollen. Würden also jetzt erst einmal nur entsprechend die Palisaden verschieben. So, dann hätten wir das fürs Erste auch. Und das soll es dann für den Wiedereinstieg auch schon mal gewesen sein. Und beim nächsten Mal haben wir dann hier noch die überschüssige Palisade weg. Und dann machen wir mal Bestandsaufnahme. Mülleimer stellen wir jetzt mal hier hin. Bestandsaufnahme. Wie es ausschaut mit unserem Backsteinhaus, was wir da haben, was wir noch brauchen, etc. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.